Hallo und herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Polaris. Mein Name ist Marika und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Rassismus und die Ausgrenzung von Minderheiten, beides ist noch relativ stark in unserer Gesellschaft verankert. Und das liegt unter anderem daran, dass überwiegend weiße Menschen gar nicht so ein wirkliches Bewusstsein dafür haben, was eigentlich rassistisch ist und was so die eigenen Privilegien eigentlich sind. Lena und Mina aus Nürnberg engagieren sich deshalb gegen Rassismus und für die Interessen von People of Color in Nürnberg. Und darüber haben wir mit ihnen gesprochen. Wie schafft ihr es quasi, da die, sag jetzt mal zum Beispiel eben die weißen Kartoffeln da mit ins Boot zu holen irgendwie, dass da eben das Umdenken stattfinden kann, genau. Bei unserem ersten Workshop haben wir das auch gemerkt, dass die Leute ganz am Ende erstmal meinten, das war so viel Input, was wir uns wirklich nicht vorstellen könnten, weil, also wir sind wirklich mit dem Thema tagtäglich konfrontiert, also was jetzt White Privilege angeht oder halt auch im Alltagsrassismus. Dass man einfach auch so ein bisschen Raum gibt, so ein Safe Space, weil im Endeffekt gibt es dieses System seit 500 Jahren und wir leben alle in diesen Systemen und müssen ja erst erlernen oder umlernen, was eben Rassismus bedeutet, was das für Menschen bedeutet, und auch da ist es wichtig, dass die Leute sich eben trauen zu fragen. Jetzt gibt es ja eben noch diesen Begriff des Alltagsrassismus und zum Beispiel, was dann irgendwie oft debattiert wurde, ist die Frage, woher kommst du denn, wenn bei Leuten, die eben, denen man ansieht, dass sie eben irgendwie einen Migrationshintergrund irgendwie haben, ist das für euch schon Rassismus? Ich glaube, es geht da eher so um die Frage dann, wo kommst du wirklich? Also wenn man sagt, bei der ersten Frage, wo kommst du her? Ich komme aus Deutschland. Und dass dann nochmal diese Frage kommt, diese Nachfrage, da finde ich, fängt es schon an mit Rassismus, denn was soll an mir denn nicht deutsch sein? Ich bin ja adoptiert, meine Eltern sind weiß, die kriegen solche Fragen nicht, wenn sie neue Leute kennenlernen. Mein Bruder und ich aber natürlich schon. Und das halt nicht nach einer halben Stunde Gespräch oder nach ein paar Tagen, sondern als allererste Frage. Und dadurch wird dir eben dein Sein, also dein Deutschsein, aberkannt, und du musst dich immer erklären. Und gerade bei mir, die adoptiert ist, geht das natürlich dann sehr weit, die Erklärung. Und ich habe kein Problem damit, darüber zu sprechen, aber es ist natürlich trotzdem etwas Persönliches, was man nicht im ersten Satz direkt erklären möchte. Okay, also vielleicht wäre dann der Zwischenweg, einfach die Frage weiter hinten anstellen, genau. Wenn man die Person besser... Wenn man das unbedingt dann braucht, irgendwann ist es ja auch Interesse. Viele Menschen reisen ja auch gerne, also das kommt ja auch ganz oft. Ich bin einfach so weltoffen, mich interessiert einfach Kultur. Dann einfach gucken, wenn man den Menschen wirklich, dann näher kennenlernt und man sich vielleicht wieder trifft, dass es einfach in einem guten Umfeld dann passiert, aber nicht jetzt irgendwo draußen im Club, ja, auf eine Zigarette, den Namen kennst du gar nicht, aber Hauptsache du hast gefragt, woher kommst du? Und dann aber auch immer oftmals der Spruch hinterher, ach, Deutsch kannst du gar nicht sein, das sieht man ja. Was sind denn die nächsten Schritte, die ihr geplant habt, und woran arbeitet ihr, wo arbeitet ihr hin, auf welche Ziele? Vorerst möchten wir das so weitermachen, haben auch vor, wenn sich vielleicht die Corona-Situation bessert, eine Kundgebung zu planen oder so ein Stammtisch, wo man dann auch wieder zusammenkommt und einfach reden kann. Denn ich finde, reden ist so der Kernpunkt bei der Beseitigung des Rassismus. Und dann könnte man auch mit dem Fundament weiterarbeiten und versuchen, auch antirassistische Arbeit als festen Punkt im Lernplan einzubauen, zum Beispiel in den Schulen. Und auch da, also das ist auch so ein Projektarm von uns, dass wir eben da so ein Bildungskonzept entwickeln, mit dem wir an Schulen gehen wollen, damit eben diese Thematik auf Schulen auch so aufgearbeitet wird, sage ich mal, dass sich auch jeder in der Schule willkommen fühlt. Ne? Das würde ich sagen, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden. Danke dir. Danke. Es ist also wichtig, sich auszutauschen, sich zu informieren und sich über die eigenen Privilegien bewusst zu werden. Das Thema Rassismus wird uns aber noch weiter durch die Sendung begleiten, denn wir haben uns mit Leo Lemunga getroffen. Sie ist Musikerin aus Nürnberg, lebt aber mittlerweile in London. Und die hat einen Song geschrieben, der trägt den Titel Normal People. Und da geht es eben genau darum, um die Diskriminierung von Minderheiten. Was sie zu dem Song inspiriert hat und was ihre Ziele für die Zukunft sind, das hat Felix sie gefragt. Color of our skin.
bin Leo Limunga, bin 18 Jahre alt und bin in Nürnberg geboren, bin aber vor 2 Jahren nach London gezogen. Green, black, yellow, or white. Why don't we all have access to our rights? Wir haben ja vorhin schon den Song Normal People gehört. Worum geht es darin? Also, der ist durch den Vorfall von George Floyd letzten Jahres so entstanden. Und so vor allem Black Lives Matter in London oder so ist, glaube ich, noch viel mehr relevanter als jetzt in Deutschland, weil ja da noch viel mehr Dunkelhäutige leben. Und vor allem ich jetzt irgendwie als Mixed Person, glaube ich, war der Song so sehr wichtig. You take our chance to be not having a safe future guarantee. Und wie hat dich das, der Aufenthalt in London schon künstlerisch weitergebracht? Also ich habe ja als Abi-Fach Dance und Music gehabt, also ziemlich viel Performance so, und das hat mir, glaube ich, schon so geholfen, so insgesamt vor Leuten zu performen und so Stage-Erfahrungen so zu bekommen. Deswegen glaube ich in dem Sinne und auch insgesamt so, die Kreativität wird unglaublich gefördert und dass man Musik nicht nur als Sänger, sondern auch als Tänzer oder als Schauspieler irgendwie wahrnimmt. Was hast du allgemein so für die Zukunft jetzt geplant? Also wie gesagt, erstmal Jahr 2022 werde ich Songwriting studieren und sonst habe ich mir jetzt ein freies Jahr genommen, wo ich mich so eigentlich meine eigenen Projekte starten möchte. So in unterschiedliche Richtungen gehen möchte, vielleicht auch in Music Technology oder so, aber auch instrumentale Musik finde ich voll interessant, Filmmusik oder vielleicht auch so ein paar Projekte mit Tänzern oder Schauspielern, da ich ja irgendwie auch viel Erfahrung da hatte und möchte mich irgendwie so viel wie möglich so meinen Musikhorizont erweitern. Ja. Who are meant us to protect, but they act violently instead. If we raise our... Falls euch der Song und die Message gefallen haben, dann guckt doch mal auf Spotify vorbei. Unter Leo Limunga findet ihr auch die anderen Songs, die Leo rausgebracht hat. Vielleicht gefällt euch da ja was. Im Jahr 2002 wurde in Nürnberg das Theaterlabor gegründet, eine internationale Theatergruppe, die sich unter anderem mit politischen und gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt. Dabei versucht die Gruppe vor allem den Fokus auf Rassismus zu lenken. Hamoudi ist selbst Teil der Gruppe und hat mit seinem Kollegen und dem Regisseur des Ensembles, Irfan Taufik, gesprochen. Viel Spaß! Theaterlabor ist eine freie, professionelle Theatergruppe. Also die Menschen, die dabei sind, sind tatsächlich sehr vielfältig. Also es ist nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch einheimischen Mitglieder sind dabei im Ensemble, die auch mitspielen und mitwirken. Das heißt, es ist auch vom Anfang auch so gedacht, dass man so eine gemischte Gruppe zusammenbringt. Bei der Aufführung, wir sind da sichtbar, gibt es ein Stück über einen Reusenverkäufer, eine typische Migrantenarbeit. Wie seid ihr auf das Stück gekommen? Ja, also wir sind da sichtbar. Das war dieses Jahr die dritte Auflage. Und das Thema dieses Mal war Rassismus. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, so ein kleines Stück daraus zu machen. Und das waren halt Texte von ein Monolog von Robert Schneider, heißt Dreck. Ich heiße Youssef. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin in Gaza, Palästina, geboren. Ich lebe seit 7 Jahren in Deutschland. Ich träume oft. Ich träume von meiner Heimat. Die Nacht auf dem Dach. Die Mutter, der Vater und der Tee. Viel Tee. Einmal habe ich aus Spaß mein Haar blond gefärbt. Der Kontrolleur hat mich gesiezt.
Ihre Fahrkarte bitte. Ihre Fahrkarte bitte, hat er gesagt. Ihre. Wir werden niemals miteinander in Frieden leben können. Und warum werden wir niemals miteinander in Frieden leben können? Weil ich zu laut Musik höre. Habt ihr je einen Ausländer leise Musik hören gehört? Weil ich mit meinen Fingern euer Schaufenster dreckig mache. Weil ich in den öffentlichen Scheißtoiletten daneben scheiße. Habt ihr jemals eine öffentliche Toilette gesehen, die nie verschlissen war? Dann habt ihr nicht genau hingesehen. Fragt die Putzfrauen, wenn ihr mir nicht glaubt. Wir versuchen immer, uns mit dem Themen beschäftigen, wie Rassismus, Antisemitismus. Also das sind halt die wichtigen Themen. Ihr könnt gerne mal hier auf der Website vom Theaterlabor vorbeigucken. Da gibt es nämlich Fotos von ehemaligen Aufführungen und alle aktuellen Termine. Das war's auch schon wieder mit Polaris im Oktober. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, gerne im November wieder. Falls ihr bis dahin nicht warten könnt oder mal selbst einen Beitrag für Polaris drehen möchtet, dann schreibt uns einfach unter dieser E-Mail-Adresse. Bis dahin, ciao.